Hallo Leute. Ja, entschuldigt erstmal das schlechte Webcam-Bild, aber eine andere Möglichkeit habe ich gerade halt nicht, mich zu zeigen. Ja, warum zeige ich mich? Zum einen, weil ich mich mal persönlich nochmal entschuldigen wollte, dass letzten Tage mal wieder nichts kam. Aber bedankt euch bei meiner Family, die mich mal wieder kurzfristig eingespannt hat. Ja, Umzug. Schwester und so weiter, bla. Gut, ich habe mir jetzt eine kleine Wiedergutmachung überlegt, und zwar hoffe ich, dass man davon überhaupt was wegen dem schlechten Webcam-Bild überhaupt sehen wird, aber ja, jedenfalls, ich möchte einen kleinen Einblick in mein Reich und in meine Resident Evil-Sammlung gewähren. Gut, zunächst mal mein Reich. Gleichzeitig mein Zockerzimmer, Schrägstrich, Schlafzimmer. Wow. Rechts daneben mein Schrank. Wer hätte es gedacht? Daneben mein. Moment mal, ich muss das kurz anders nehmen. So. Meine Grabbelkiste für Spielezeitschriften, für alte, ganz alte, das noch Screen Fun und Total und Club Nintendo Ausgaben und so drinnen. Ja, blätter ich immer wieder gern mal durch. Darüber in dem Regal sind Konsolen, dann DVDs und oben ein paar Bücher. Da stehen nochmal die ganzen Resident Evil Romane noch mit drin. Ja, auf der anderen Seite hingegen, Moment, damit es nicht gar so verwackelt ist. So, sieht doch schöner aus. Ja, hier nochmal mein Bett. Da ist dann mein Nachttisch mit CDs und Radio. Hier meine Spielesammlung. Meine große. Ja. Nö. Ja, kleine Störung mal wieder. Gut, wo waren wir? Ach ja, Spielesammlung. PS2, Xbox, GameCube, Wii hier noch an der Seite. Oben PS1, N64, Super Nintendo. Ja. Nun zum Kernstück dieses Videos, meine Resi-Sammlung. Genau, ich sollte jetzt noch ein bisschen mehr verwackeln. Gut, gehen wir doch ein bisschen ins Detail. Tja, jetzt wird es mir doch ein bisschen zu dunkel. Also, ein bisschen umdisponieren. Wisst ihr was? Ich hole den Schmarrn mal ein bisschen näher vor die Linse, okay? Gut, bleiben wir bei den Spielen. Erstmal. Resident Evil GameCube-Version. Hooray. Gefolgt von Resident Evil 1 für PS1, das Original, in der, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, White Label Edition, ist sowas wie, ja, Platinum, Neuauflage. Nicht, also nicht gerade viel wert. Mehr der Rede wert ist da wohl, glaube ich, Resident Evil Director's Cut. Ja. Ja. Ach, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich mir gleich einen kleinen Druckfehler erwähnen. Moment, Moment. Auf der ist es. Moment. Schön in die Linse halten. Ah, wo ist es? Da, fällt euch was auf? Ein oder zwei Spieler. Ja. Koop, wo bist du? Ja, mal weitermachen. Resident Evil Zero. In der Wii-Auflage, die eigentlich mit der GameCube-Version übereinstimmt, und zwar 1 zu 1. Sauerei, das zu verkaufen.
Dann kann ich ein bisschen näher ran. Resident Evil 2. Die N64-Fassung. Ich weiß, sehr, sehr, sehr lädiert und alles. Aber hey, für einen Zehner aus der Videothek gebraucht, kann man es doch mitnehmen, oder? Dann haben wir Resi 3. Uncut. Ja, mal auf dem Flohmarkt mitgenommen. Ist die US-Fassung. Die deutsche PC-Version habe ich auch. Die lag mal der Zeitschrift Games dabei. Aber ist kein Bock, die vorzukramen. Dann, ja, haben wir noch Code Veronica in Platinum. Ja. Resi 4 Uncut. Also PEGI-Version. Hat auch die ganzen Boni wie Mercenaries, Separate Ways, Assignment Ada. Und ja, gut. Ist halt Resi 4. Dann. Moment. Jetzt liegen die hier auf dem Tisch doch im Weg. Gehen wir daher. Resi 5. Wisst ihr noch, als Resi 5 rauskam, gab es doch so eine Aktion. Also gab Resi 5 zusammen mit einer roten Xbox. Plus, glaube ich, eine Figur, eine kleine und Headset und was weiß ich noch, roter Controller. Und ja, jedenfalls, die habe ich und deswegen habe ich auch dieses Spiel. gut. Spin-off-Time. Resi Date Aim. Auch schon Let's Played. Ja, schönes Spiel. Outbreak. Zumindest der erste Teil. Teil 2. Ich natürlich auch. Ja. Sehr schöne Spiele. LP kommt bald. Sehr bald sogar. Dann, was haben wir hier noch? Resident Evil Survivor 2. Ja. Versoftung eines Spielhallenautomaten und wohl einer der schlechtesten Teile. Also eins der schlechtesten Spiele, die den Namen Resident Evil tragen. Ohne Witz. Dagegen ist das hier sogar noch ganz gut. Operation Raccoon City. Ja. Alle Wege führen in die Hölle. Ach ja, ich hatte das Spiel vorbestellt und schaut mal auf das Label da unten. Inklusive Spec Ops Mission 1 DLC. 11.4. Wow. Heißt, am 11.4. kann man sich die erste Mission gratis runterladen. Aber nicht nur für Vorbesteller dieses Spiels, sondern generell. Der Aufkleber ist vollkommen nutzlos. Ja, gut. Ja, damit wären wir soweit auch schon mit den Spielen durch. Ja, Darkseid Chronicles. Ach so, stimmt, das stimmt. Das habe ich ja drüben liegen. Ah, oh, da haben wir noch Darkseid Chronicles. Den Vorgänger Umbrella Chronicles habe ich gerade leider nicht da. Du hast verliehen. Aber hey, den Teil finde ich sowieso besser. Um Längen besser. Ja, Normalfassung ohne den ja, Weed Zapper, also wie Lightgun Shooter, diesen Kanonenaufsatz halt. Mein Gott. Dann, was haben wir hier alles noch rumfahren? Ein bisschen Kleinmist erstmal. Darkseid Chronicles. Coolie. Mit
sind wir gerade bestimmt nicht so gut. Auf jeden Fall sind da so kleine Blutpillen hier im Griff drin. Ja, ganz nett. Dann die Resident Evil 5 Chris Redfield Figur. Oh mein Gott. Ich pack sie sogar mal kurz aus für euch. Ja, sie ist wirklich so groß. ja. Vorbestellerbonus für den Resi 5. Dann habe ich noch den Soundtrack zu Resi Extinction, also dem dritten Film. Ja. Dann mal zu den Filmen. Resident Evil. Ja, Moment, so. Degeneration. Kann ich wirklich empfehlen, gehört auch zum Serienkanon dazu. Also der hier gehört zur Haupthandlung mit. Sollte jeder Resi-Fan mal gesehen haben. Dann kommen wir zu den Anderson-Filmen. So. Nein, so. Ja, Resident Evil, der erste Film. Noch die alte, klobige VHS. Eigentlich mein Lieblingsteil von der Filmreihe, da er dem, ja, Vorbild noch am nächsten kommt. Schön viele Zombies, Licker, ein verrückter Supercomputer. Ja, den Film mag ich eigentlich. Resident Evil Apocalypse in der Premium Edition mit, Moment, soll ich es mal auspacken? Ich pack's mal aus. Umbrella Tresor. Moment. Zu viel Ramsche auf dem Tisch. Ja, jedenfalls ist da ein. Bab, krieg das nicht vor die Kamera. Doppel-DVD, Mila Jovovich, Aufsteller, nicht Aufsteller, so, Bild drin und ja. Jedenfalls nett aufbereitet. Und ich sollte den Geschmarr noch richtig zusammenklappen, bevor ich ihn wieder hinstelle. Da. Apokalypse. Ja, den Film ist ein guter Actioner, auf jeden Fall. Auch wenn hier schon ein bisschen arg auf Action gegangen wird. Da hat man die Horrorelemente eigentlich schon sausen lassen und sich auf die Action konzentriert. Und ja, das war's quasi. Ist auch ein guter Film mit Nemesis, aber trotzdem schon der Anfang vom Ende, der dann hier drin gipfelt. Resident Evil Extinction. Ja, ganze Welt im Arsch und so. Ja, auch Premium, aber die ja, packe ich jetzt nicht weiter aus. Ja. Mir hat der Sprung von Apokalypse auf Extinction nicht gefallen. Da ist zu viel Fragen offen. Ja, wer die Fragen geklärt haben möchte, soll das Buch zum Film lesen. Ja, ich hab's getan. Den vierten Film, Afterlife, habe ich noch nicht auf DVD. Ob ich mir ihn holen werde, weiß ich selber noch nicht. Ja. Wenn wir schon beim Thema Buch zum Film sind, kommen wir doch gleich mal zu den Büchern, hä? Die Filmbücher sind von Keith R.R. De Candido. Hier das Buch zum ersten Film. Meine Empfehlung ist eigentlich lesenswert. Nur das halbe Buch beschäftigt sich mit dem, was im Film eigentlich passiert. Der Rest ist neu, Vorgeschichte. Mit doch einigen Hintergrundinfos, die der Film nicht vermitteln konnte. Aber trotzdem gutes Buch.
Ja. Afterlife, Apokalypse, an sich auch eine gute Lektüre. Ja. Eigentlich kann ich die Filmbücher ganz gut weiterempfehlen. Sind nette Lektüre fürs Bett. Aber mehr auch nicht. Ja. Resident Evil Extinction. Wer den Übergang von Apokalypse auf Extinction verstehen will, muss das hier lesen. Ohne Schmarrn, was da im Film weggelassen wurde an Handlung. Wo ist Jill abgeblieben? Wo ist das kleine Mädchen, diese Angie? Wie ging die Welt überhaupt in den Bach runter und alles? Ja. Hier drin steht's. Da hat wohl das Budget oder die Zeit nicht mehr gereicht, um das auch noch zu drehen, hä? Ja, von den Filmbüchern zu den, ich sag mal, besseren Büchern der offiziellen Romanreihe, die ersten neun Bände von S.T. Perry geschrieben wurde. Und hier ist Band 1, die Umbrella-Verschwörung. Leute, wenn ihr die ersten neun Bände hiervon, oder die ersten, Moment, halt, also, nee, nur die ersten sieben sind von S.T. Perry. Wenn ihr davon was in die Finger kriegt, holt's euch. Gute, verdammt gute Lektüre, die sogar gerne das Spiel nochmal, ja, zum Schmunzeln bringen. Das hier behandelt, also das, der erste Band hier behandelt Resi 1. Nicht ganz spielgetreu, zum Beispiel schlägt Jill einfach mal eine Scheibe ein, anstatt da ein altes Rätsel zu lösen. Ja, also echt gute Lektüre. Und damit zu Band 2, Caribbean Cove, die Todeszone, spinnt die Story in andere Wege als die Spielreihe. Aus dem einfachen Grund, weil Autorin S.T. Perry keinen direkten Support von Capcom bekommen hat und sich ein paar Sachen selbst ausdenken musste. Das hier ist zwischen Resi 1 und Resi 2 angesiedelt. Darin geht Rebecca mit einer Starscrubber aus einer anderen Stadt auf eine neue Mission, eben nach Caribbean Cove. Ja. Capcom, wieso schafft es der Roman, Rebeccas Geschichte weiterzuführen und ihr selbst nicht? Stadt der Verdammten behandelt Resi 2 sehr ausführlich, das dickste Buch von allen und dafür aber auch echt auch wieder eins der besten mit. Band 4, das Tor zur Unterwelt, ist wieder eine eigene Geschichte. Bringt Rebecca und das Stars-Team aus einer anderen Stadt wieder in den Vordergrund. Dehnt sich hier auch, glaube ich, auch, wenn ich mich jetzt recht entsinne, auch Leon und Claire erstmal anschließen. Und es geht wieder in eine neue Umbrella-Anlage. Ja, Nemesis. Buch zum dritten Teil. Ja, auch gut, aber nicht so gut wie Teil 1, wie Band 1 und 3. Dann, Moment, 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 Moment. Wo haben wir sie denn? Ja. Code Veronica. Ah, wieder ein. Das ist wieder ein Band, den ich auch ärmstens empfehlen kann. Mein drittliebster Band. Auch wenn es hier. Auch wenn ihr ein paar Szenen vermissen werdet, aber das liegt daran, dieses Buch basiert auf der Dreamcast-Version von Code Veronica und nicht auf der erweiterten X-Fassung. Das heißt, ja, ich nehme jetzt mal vorweg, das Geprügel gegen Wesker am Ende kommt zum Beispiel nicht. Schönes Buch. Stunde 0. Der Roman zu Resi Zero. Daran, an dem Buch merkt man, dass S.T. Perry dazwischen eine lange Pause mit den Romanen hatte.
Denn ich sag mal so, in den ersten Büchern wird Rebecca als eine Art Superkind dargestellt, die viel von Chemie versteht. Hier drin jedenfalls nicht mehr so. Ja. Trotzdem, schönes Buch. Rose Blank. Ja, jetzt muss ich hier für das Buch meine Lanze brechen. Bei vielen ist es nicht so beliebt, aber alter Schwede, das hier ist hochgestochene Lektüre. Sehr tiefgründig, tiefsinnig. Puh. Ich muss sogar sagen, schwer verdauliche Kost. Echt, man muss drüber nachdenken, was man da liest. Dafür ist das Buch ziemlich aufwendig. Es gibt hier sogar drin ein paar Farbseiten mit Artworks und allem. Ein paar, ich geh doch weiter. Ein paar Zeichnungen hier. Richtig schön gemacht. Also wer mal anspruchsvolle Resident Evil Lektüre haben möchte, holt sich Rose Blank. Der nächste Band, Tödliche Freiheit, ist vom Schreibstil oder vielleicht auch eher von der Übersetzung her ein bisschen, es liest sich ein bisschen unbeholfen, ein bisschen holprig. Aber trotzdem auch ein gutes Buch. Story ein bisschen dünn, aber Moment, Moment, ich such's grad. Zumindest hier und da hat man auch hier wieder ein paar Bilder eingestreut. Leider ein bisschen wenige. Darum. Ja, sowas hier zum Beispiel, ein paar Artworks. Oder hier. Ja, auch hier die ersten Seiten wieder in Farbe, mit Charaktervorstellungen und alles. Schön gemacht. Und damit kommen wir zum Tiefpunkt. Ja, zum wirklichen Tiefpunkt der Romanreihe. Resident Evil, The Umbrella Chronicles. Besser gesagt, Umbrella Chronicles 1. Es gibt noch einen zweiten Band davon. Aber ja. Der zweite ist auch wesentlich besser, aber der erste, der liest sich wirklich so wie soll ich sagen? Wie beschreibt man einen Lightgun-Shooter? Sie ballerten ohne Ende, Köpfe platzten und sie luden nach, es ging weiter, noch ein Raum von Monstern gesäubert und bla. So liest sich das hier wirklich, also Finger weg. Wesentlich besser ist da, also wesentlich besser und angenehmer zu lesen ist Band 2 von Umbrella Chronicles. Dem würde ich sogar fast wieder eine Empfehlung aussprechen. Nicht so gut wie die Bücher von S.T. Barry, aber ja, doch gut lesbar. So, damit sind die Romane schon mal durch. Ach komm, wir bleiben noch ein bisschen bei Lektüre, hä? Und zwar ist jetzt Comic Time.